Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer, Online Coach. Heute, ich habe euch schon gewarnt, zum Thema Supersatz antagonistisch. Das ist eine Trainingsmethode, da werde ich mir nachgefragt, was ist das, wie funktioniert das? Ich zeige es euch gleich mal, wie das funktioniert. Supersatz antagonistisch bedeutet, dass man Muskelgruppen, die sich gegenüberliegend zusammen in einem Satz trainiert. Was bedeutet, ich suche mir zum Beispiel, jetzt zeige ich es gleich, einen Butterfly raus mit einer relativ hohen Einstellung von der Griffvariante. Dadurch teile ich den oberen Anteil der Brustmuskelfasern an und trainiere parallel dazu einen Satz Nackenzug oder Lattzug zum Nacken. Damit habe ich, wenn ihr das genau hinschaut, natürlich hier den oberen Anteil der Brust, den Nackenzug, wo natürlich auf den Anteil Nacken geht, auf den Anteil oberen Latissimus, habe ich gegenüberliegende Muskelgruppen und somit ist die Blutzirkulation ungefähr im gleichen Bereich. Einen Supersatz zwischen Beine und zwischen Brust zu machen, einen Supersatz zwischen Kniebeuge und Bankdrücken oder Kreuzheben, das ist natürlich nicht sinnvoll, das ist weniger sinnvoll, weil die Beine massiv den Blutzufuhr nach unten ziehen, den Sauerstoff nach unten ziehen und dann leidet meistens die Muskelgruppe etwas weiter oben, die leidet runter, das macht relativ wenig Sinn. Aber gegenüberliegend Bizeps, Trizeps, Oberbrust, Oberrücken, mittlere Brust, mittlere Rücken, untere Brust, mittlerer Bereich, Unterrücken oder vordere Oberschenkel, hintere Oberschenkel. Das sind Dinge, die kann ich ganz gut kombinieren, genauso wie vordere Schulter natürlich, vorderer Schulterbereich, Latissimusbereich im äußeren Bereich. Das sind Dinge, die lassen sich hervorragend kombinieren als Supersatz antagonistische Trainingsmethode. Ich führe es euch gleich mal vor, wie es aussieht. Und zwar habe ich mir da was vorbereitet. Den Nackenzug, setze mich rein, greife hier rechts, links natürlich in der gleichen Weite, setze mich hin. Oberkörper leicht nach vorne, Kopf gerade und fang an beim Nackenzug. Ihr wisst natürlich, ich habe mich natürlich auch schön warm gemacht, global auf den Ergometer, habe für einen schönen Satz absolviert, zwei Sätze absolviert, um den muskulären Bereich aufzuwärmen, den lokalen Bereich aufzuwärmen. Und jetzt beginne ich. Darauf achten, dass die Kadenz-Reizzeit stimmt. Das bedeutet hier, jetzt kommt die konzentrische Phase, unten am höchsten Spannungspunkt kurz anhalten und die exzentrische Phase etwas langsamer ausführen. Nur maximal bis zur Armstreckung nach oben, nicht die Schulter mehr nach oben fahren, maximal zur Armstreckung unter Belastung ausatmen. Da absolviere ich jetzt zum Beispiel meine 10 Wiederholungen. Noch 3, noch 2. Noch 1, habe meinen Satz fertig, richte mir natürlich das Ganze ein, kann aber dann die nächste Maschine laufen. Es gibt eine letzte volle Maschine, wo man alles in eine machen kann. Hier habe ich die Möglichkeit, alles in einer Maschine zu machen, richte mir gleich ein, habe eine ganz kurze Pause und mache dann weiter mit der Butterfly für die Brust. Darauf achten, die Arme nicht ganz durchstrecken. Brust bleibt draußen. Kopf bleibt gerade. Und auch hier wieder Kadenzzeit einhalten. Konzentrische Phase, Belastungsphase. Nach vorne, etwas schneller, kurz anhalten. Langsam exzentrische Phase. Bis ungefähr die Hände ein bisschen hinter der Brust sind, dass ich auch eine Vordehnung habe. Ellbogen gleicher Winkel. Und so absolviere ich auch hier meine vorgenommen 8, 10 oder 12 Wiederholungen, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, was ich vorhabe und vor allem unter Berücksichtigung des Stoffwechsels. Habe ich einen extrem langsamen Stoffwechsel, trägen Stoffwechsel. Dann gehe ich eher 12, 15, in extremen Fällen auch mal bis 20. Kann nicht schaden, hier im Kraftausdauerbereich mal zu arbeiten. So, wenn ich fertig bin, lege ich langsam ab. Und jetzt habe ich meinen Supersatz antagonistisch ausgeführt. Supersatz antagonistisch gegenüberliegende Muskelgruppen. Wie gesagt, ich habe jetzt Nackenziehen kombiniert
mit Butterfly für einen oberen Anteil der Brust. Genauso lässt sich natürlich der Bizeps und Trizeps verschiedene Übungen kombinieren. Squat Curls, Langhand Curls mit Trizepsdrücken, mit Kickbacks, mit Asset zur Stirn, mit engem Bankdrücken. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wahnsinnig viele Paarungen. Optimales Training, so ein Trainingsbereich mit Doppelsätzen, Supersätzen, da reicht mir es eigentlich völlig aus, wenn ich 3 Stunden intensiv trainiere, Pausenzeiten von einem Satz zum anderen Satz, also hier ist ein Satz oder ein Doppelsatz, ein Supersatz, dann 2 hintereinander und danach eine Pause von 60 bis 90 Sekunden. Völlig ausreichend. Das war's zum Thema Supersatz in den gegenüberliegenden Muskelgruppen, antagonistisch. Bald gibt es mehr von mir zu hören. Bis dahin. Personal Trainer Andreas Riedenbach und Online-Coach wünscht viel Spaß beim Training. Bis bald. Entweder wieder virtuell bei Clips bei mir, indem ich wieder neue Sachen vorführe, oder auch nur bei einem persönlichen Beratungsgespräch bei mir vor Ort. Bis dahin, alles Gute. Ciao.